ich bin Joachim Manuel Nagel und heute wollte ich euch nur eines sagen, nämlich, dass ich HC wählen werde bei der EU-Wahl am Sonntag. Es ist nämlich so, er steht nach wie vor auf der Wahlliste, auf Platz 40 oder so ganz hinten. Und ja genau, diese Liste konnte man nicht mehr ändern, da war die Frist schon abgelaufen. Drum ist er nach wie vor wählbar und mit Vorzugsstimmen, also mit 5% der auf die Parteien fallenden Stimmen, würde er vorgereiht werden und könnte ins EU-Parlament kommen, ins sogenannte EU-Parlament. Ja, ein richtiges Parlament ist das ja nicht, weil die können nicht einmal Gesetze verabschieden oder sowas. Also eine reine Quatschbude, das EU-Parlament. Naja, wie auch immer, ich finde das ein lustiges Zeichen, wenn der HC jetzt hier nochmal bestätigt würde, denn ich glaube, dass er gar nicht so unbeliebt ist und in Ungnade gefallen ist, wie das manche Medien jetzt darstellen mögen. Also mir ist diese Ibiza-Geschichte jetzt schon wurscht und vor allem man redet weniger darüber, als über die Umstände. Man spricht um diese ganze Korruption, um diesen persischen Anwalt, der dahinter stecken sollte, der auch Verbindungen hat zu gewissen Parteien und so weiter. Da wird jetzt einiges hochkommen. Und das ist jetzt spannend, ja. Also ich denke, wir können diese Geschichte umdrehen, da können wir noch was draus machen. Das wird uns gar nicht so sehr schaden. Ich denke, die FPÖ, ich glaube daran, dass die FPÖ nicht nur ihre Stimmen halten, sondern sogar noch zulegen wird können, aufgrund einer Jetzt-Erst-Recht-Haltung. Das hat der Österreicher. Und es ist auch die Kampagne der FPÖ jetzt, die heißt eben auch Jetzt-Erst-Recht. Und ich finde das gut. Also ich blicke auch mit Zuversicht zur Nationalratswahl. Denn wie blöd können die Wähler sein? 60% der Wähler wollen eben eine rechte Partei haben, eine rechte Regierung, die die illegale Einwanderung abstellt. Vor allem anderen. Recht und Ordnung herstellen, die öffentliche Ordnung, Recht und Gesetz, Law and Order und eben Abdrehen der illegalen Einwanderung. Dafür stand Kickl. Kickl wurde von Kurz weggepusht. Kurz hat eine stabile Regierung vernichtet aufgrund seiner Machtpolitik. Und schauen wir mal, welche andere Partei da vielleicht auch noch involviert ist oder auch noch dahinter steckt. Hinter der Ibiza-Affäre, weil er noch bei dieser kriminellen Verschwörung mitgemacht hat. Und all das, glaube ich, könnte trotz allem dazu führen, dass die FPÖ nochmal zulegt. Sowohl bei der EU-Wahl als auch bei der Nationalratswahl. Ja, aber schauen wir mal, wie es wird. Also ich bin zuversichtlich, ich fühle mich gut. Also ich finde, das sind spannende Zeiten. Also, ja, steht auf, wenn ihr für HC seid. Und wenn ihr das seid, dann schreibt am Sonntag HC Strache auf den Wahlzettel. Bis dann. Servus.